Die Mönckebergstraße ist eine der wichtigsten Straßen in Hamburg, wenn nicht sogar die wichtigste Straße in Hamburg. Es gab einen internationalen Wettbewerb, die Straßenbeleuchtung zu erneuern, zeitgleich mit dem Ziel der Straße ein besonderes Flair zu geben, was mit Licht natürlich möglich ist. Dare presenza al spazio urbano, far capire a chi va a visitare questo luogo e fare gli acquisti, che si trova non in un shopping center, ma in un luogo preciso. Zeitgleich ist die Leuchte so intelligent geworden durch die Gestaltung auch des Designers Thorsten Fritze, dass sie mehrere Funktionen bekommen hat. Sie macht einerseits die Beleuchtung der Fahrbahn, sie kann aber auch den Bürgersteig beleuchten und sie kann die Fassaden aufhellen. Ci voleva un tipo di apparecchio multifunzionale che era in grado di rispondere a tante esigenze diverse. Ci voleva una piattaforma per soluzioni di luci. È nato questa idea di metterli in un anello, come un anello intorno al palo. Im Hinblick auf Energieeinsparung, natürlich die, im Laufe des Projektes die Frage gestellt worden, wie schafft man das? Mit welchem Leuchtmittel? Welches Leuchtmittel hat überhaupt die Qualität dazu? Und welches Leuchtmittel schafft es, eine Fassade anzuleuchten und sie auch eine Fassade differenziert anzuleuchten? Also sie nicht nur einmal platsch über die ganze Front zu beleuchten, sondern auch die Möglichkeit zu haben, einzelne Elemente einer Fassade herauszunehmen und es spannend zu machen. Primo obiettivo era quello di risparmiare energia e questo è senza dubbio riuscito, sia perché riusciamo a operare con meno apparecchi, sia per il fatto che la luce digitale come l'LED può essere manipolato molto facilmente in base alle esigenze. Un oggetto che è estremamente neutro, nel stesso momento si inserisce nello spazio e dà la possibilità di essere anche non stancante all'occhio, cioè non è, o noi speriamo che può convivere con questa architettura bellissima di oltre 100 anni fa. Und Licht zählt natürlich mit zu den wichtigsten Rahmenbedingungen, um eine gute Atmosphäre auch in einer Straße überhaupt zuzulassen. Es ist für Hamburg eine Revolution und auch eine Innovation.